Heute ist der erste Berchtoldsdorfer Bücherschrank eröffnet worden. Das ist eine ausrangierte Telefonzelle, die uns die Telekom Austria geschenkt hat und die mein Mann und ich verschönert haben. Das heißt, wir haben das ganze Innenleben rausgenommen und haben sie weiß gestrichen. Das Ziel dieses Bücherschrankes ist es, dass Leute Bücher, die sie gern haben, dort hineinstellen und somit anderen Leuten die Gelegenheit geben, gratis und ohne großen Verwaltungsaufwand die Bücher zu entnehmen. Bücher werden normalerweise einmal gelesen und dann weggelegt. Und es gibt sicher den einen oder anderen, den genau dieses Buch interessiert. Und das ist eine gute Möglichkeit, um das Buch hier hineinzustellen und sich vielleicht auch ein anderes wieder herauszunehmen. Wir Niederösterreicherinnen haben die Bauernzeige eingereicht. Es musste auch eine Bauernzeige eben eingereicht werden. Und wir haben uns dafür zur Verfügung gestellt, dass wir schauen, dass auch immer Ordnung herrscht in dieser Bücherzeit, in dem Bücherschrank. Dass es kein Chaos gibt, dass es keinen Vandalismus gibt und dass auch die Bücher ordentlich drinnen stehen. Also ich bin vor 5 Jahren mit meiner Familie in Südengland gewesen und da habe ich das erste Mal ein Projekt dieser Art kennengelernt. Wir waren in Südengland Fahrradfahren, sind bei einer Fahrradtour durch eine Ortschaft gekommen, ein kleines Dorf, und da war plötzlich so eine wunderbare alte englische Telefonzelle in Rot gehalten, wie man sie so kennt, aber kein Telefon drinnen, sondern Bücher. Freut mich sehr, dass die Frau Lützhoff das jetzt aufgegriffen hat, dass der Buchladen Berchtoldsdorf gemeinsam mit den Berchtoldsdorferinnen die Idee wunderbar umgesetzt wurde. Der Benutzer kann kommen, kann schauen, ist was drinnen, ist etwas dabei, was mir gut gefällt, kann es sich mitnehmen und kann aber auch Bücher von sich zu Hause mitbringen und hineinstellen.